Hallo, hier ist Quer von pocketpc.ch und heute zeige ich euch das Spiel Shift Light. Das ist, wie der Name schon sagt, die Light-Version von einem Spiel. In diesem gibt es 15 Level, in der kostenpflichtigen Version, die kostet 3 Dollar, da gibt es 55 Level. Und das Ganze ist ein Puzzlespiel, in dem es eigentlich von Handmark, in dem es eigentlich darum geht, sein Männchen in eine Tür zu bekommen. Doch das Besondere ist, dass man diesen Schwarz-Weiß-Shift, ich fange einmal von vorne an, einmal wechseln kann. Hier sind so die Steuerung, man kann hier nach rechts gehen, nach links gehen und springen, wenn man hier oben die Tasten drückt. Und muss halt in diese Türen laufen. Das ist soweit auch noch nicht besonders. So sieht das aus, wenn man stirbt. Das Besondere ist jedoch, wenn man einmal ein wenig weiter ist, beziehungsweise könnte man jetzt auch machen, dann kann man diesen Shift-Modus hier benutzen. Hier oben sind die Shift-Tasten, das heißt, schwarz und weiß kehrt sich einmal um. So, und jetzt bin ich hier oben, der weiße, und kann auf dem schwarzen lang, auf dem weißen langlaufen. Und wenn ich es wieder shiften würde, wäre es halt wieder andersrum. Und das muss man manchmal machen, um an bestimmte, ja, an die Schlüssel zum Beispiel zu kommen. Damit man hier unten, jetzt seht ihr das, dieses Tor geht dahin, sodass man nicht da auf den Boden fällt, auf diese Spieße und stirbt. Und so muss man das ganze Spiel halt durchspielen. Mit Hilfe dieser Shift-Mechanismen, das kann man hier sehen, man kommt hier nicht anders hin zu diesem Level, außer man drückt hier einmal Shift und ist jetzt hier oben. Dann kann man hier erst runterspringen und dann muss man wieder Shift drücken. Und dann kann man hier zur Tür springen. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert doch unseren Channel oder besucht uns auf www.pocketpc.ch. Vielen Dank!